fällt mir ein, ich könnte mir mal wieder Melted Moon anhören. Nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen. Man muss es ihm nur oft genug sagen. Ja, manchmal merkt er sich's. Dann fragt er sich doch, hä, was sollte ich tun, aber dann macht das. Hier ist so ein Achtung Atom-Dings-Zeichen. Das muss so, das muss so. Mach doch mal das Licht an, so langsam wird es nämlich dunkel. Das ist im Spiel, was ist denn hier los? Oh, ich sehe den komischen Turm. Aber wie komme ich da hoch? Da ist eine Klippe davor. Sag mir jetzt nicht, dass das die falsche Seite ist und von hier aus komme ich da nicht ran. Du kannst an der... Du hast da links theoretisch noch den Weg durch die Bäume, würde ich behaupten. Also links der Klippe entlang und dann einmal außen rum. Oder du fährst halt direkt durch die Bäume und dann irgendwie sowas. Das ist jetzt der Plan, erstmal hoch. Irgendwie durch die Bäume nach oben. Im Zweifel können wir es auch beim nächsten Mal einfach gucken. Nee, das Problem ist, wenn ich jetzt abbreche, ich bleib ja hier nicht stehen. Ich weiß. Sonst würde ich jetzt sagen, drauf geschissen, lass uns mal Autos gucken, aber jetzt fahren wir die 3 Meter auch noch. Ja, klar. Das sind noch 52 Meter, die werde ich schon mich irgendwie winden. Obwohl, es würde das sehr amüsant finden, wenn ich hier nicht hochkommen würde. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Kann man hier auch Zäune umhupen? Ja, man kann auch Zäune umhupen. So, jetzt mache ich aber das, was ich hier gemacht, gerade angefangen habe, auch zu Ende. Ist ein verfallenes Lager, ein Upgrade. Und 2 Portale, noch ein Upgrade. Also Upgrades kriegen wir hier auch einige. Ja, für die ganzen neuen Trucks. Komm schon, du blöde Garre. Steck nicht schon wieder in irgendwas fest. Ich glaube, das hinter der Werkstatt, das ist der Bahnhof, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das könnte sein. Da muss man nachher auch so ganz eklige Missionen machen. Quasi wie am Hafen und so Quatsch. Und jetzt ist es genau andersrum, als wir es in den letzten Teilen gemacht haben. Jetzt können wir natürlich die ganzen amerikanischen Fahrzeuge nicht mehr kaufen. Richtig. Wir können sie weiter nutzen, aber wir können sie nicht mehr kaufen. Wie gesagt, zusammen ist das können wir uns hier mal alle angucken. Jetzt guck ich mal, wo er sich rumtreibt. Lokale Karte. Da ist er. Was macht er da? Ich ziehe einen Karren aus dem Dreck. Ah. Wo musst du den hinbringen? Direkt hier ums Eck. Achso, da geht's ja. Aber weißt du, ich fahre auf der Erde und aus irgendeinem Grund ist das andere Fahrzeug der Meinung, ach weißt du, hier ist feste Erde? Nee, hier ist alles voller Schlamm. Okay. Also, das ist irgendwie halb versunken in der festen Erde. Dementsprechend, gut, mein Sprit ist gleich... Naja, ich habe noch 90 Liter Sprit, aber... Ich habe schon gute 60 Liter verbraucht, um die Kiste da unten aus dem Farntrock im Sumpf rauszuholen. Dann kommen hier immer wieder mal diese schönen Stellen, wo du selber... aus unerfindlichen Gründen einfach mittendrin versinkst. Ohne, dass ich verstehe, warum.
Also rein auf der Map sieht dein gezogener Truck größer aus als dein, oder gleich groß wie dein fahrender. Ja, das ist gut möglich. Und Grüße an Klitke, wir müssen demnächst Trucks ziehen. Trucks fahren. Aber irgendwie steht ihr jetzt quasi alle beide. Ja, ich winde ihn immer wieder ein Stück näher an mich ran. Okay. Das ist gerade keine so einfache Aufgabe. Ich sehe schon das Ziel, wo es hin soll. Okay. Ah, die Kiste liegt halt so schwer wie ein Holztransport. Dadurch, dass der Motor vor der Karre hinüber ist, macht es natürlich auch noch nicht einfacher. Hättest du ja erstmal ordnungsgemäß reparieren können. Hätte ich was dabei gehabt? Ja. Wie, du warst wieder schlecht vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ach, der hängt da im Sumpf drin. Da, so schwer sieht die Karre nicht aus. Dann war sie schon mal größer, als ich erwartet habe. Und dann hing da auch noch blöde Steine im Sumpf. Aber ich sag's mal so, Das Eck hier ist jetzt zumindest komplett umgegraben. Und nicht aus. Aber das Gute ist, es ist ja beim nächsten Mal dann wieder weg. Ja. Deswegen will ich das jetzt ja auch noch zu Ende machen. Wochen später. Dies holte Laien. Welches ist das Farmtruck im Sumpf oder wie heißt das Ding? Du musst quasi nur den Truck von der einen Seite auf die andere Seite der Mauer fahren, so ungefähr. Ich sehe ja, was du noch vor dir hast, also... Ich hoffe, die Straße wird jetzt besser, weil... Ich weiß nicht warum, aber das hier ist ja schon die ganze Zeit Straße. So. Ja, wenn man sieht, wie ihr so alle beide vorankommt, vielleicht musst du die Handbremse mal lösen oder so. Tut mir leid, die vom anderen Truck, die ist leider festgefroren. Achso. Komm. Und ich fahre schon im äußersten Lastgang mit Diff und hast nicht gesehen und... Okay. Die Karre ist trotzdem so schwer als... Als keine Ahnung. Ah, ich habe jetzt noch 60 Literchen. Wenn ich in der Nähe wäre, würde ich dir hinten mal anstupsen, aber... Ja, ich glaube, bis du da bist, habe ich es ja auch tatsächlich geschafft. Ich sage, wenn ich in der Nähe wäre. Ah, da ist auch eine Tankstelle, okay. So, jetzt kommt die Karre auch auf die Straße oder in die Straße, sagen wir es so. Fahren wir wieder ein Stück vor, winken wieder ein Stück rein. So, an der Stelle hatte ich eben schon festen Boden unter den Füßen. Das Fahrzeug versinkt noch im Meter tief. Was ist das für ein Bock, ey? Achso, Voron D53233. Mhm. Die Belohnung ist nicht das Fahrzeug. Ha. Nicht? So Mist. Doch. Es ist nicht das Fahrzeug, dann lohnt sich das ja super, was ich hier mache. Du kriegst 1200 und 180 Erfahrung dazu.
Oh, ich habe die Zeit gerade genutzt. Ich habe mal eben noch zwei Leute gebannt. Doch, na dann. Ich bräuchte zweites Gewinde hier. Mhm. Niedlich so diese Zeitgruppe. Ja, lass mich doch mal auch mich freuen. Okay. Ah, nee, jetzt bewegt er sich wieder. Ich muss mich selber eingraben, dann kann ich den anderen bewegen. Ich denke noch ein oder zweimal umsetzen, dann müsstest du jetzt aber echt da sein. Ja. Also, ich bin ungefähr anderthalb LKW-Längen vom Abgabepunkt entfernt. Wir sehen es auf der. Also, wir gucken dir quasi über die Map zu. Ja. Ich kann halt die Live-Berichterstattung machen. Und es bleibt spannend, weil ich habe noch 25 Liter Sprit. Oh Gott. Ich habe angefangen mit 150, 180. So, jetzt fahren wir bis kurz davor. Komm. Setzen da quasi nur noch den Millimeter nach vorne. Komm. Noch irgendwie reinkriegen. Der Reifen ist schon an der gelben Marke. ...18 Liter. Dann schauen wir doch mal in den Truck Shop. Genau. Schauen wir doch mal. Wollen wir gemeinsam dann, schon? Ein nach dem anderen? Lass uns mal die Schnellstraße nehmen, weil vorne sind ja alle. Jo, Schnellstraße. Ah, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Gut. Genau. Da gibt es nämlich gar nichts. Dann kommt als nächstes die Heavies. Nicht verfügbar. Kommen wir mal erstmal die Amis, genau. Ja, alles nur Amis, die nicht verfügbar sind. Ist gut, ne? Hm? Und jetzt wird's lustig. Bei den schweren Dinger. So, der Azov. Hm? Das ist, der macht seinen Namen alle Ehre, aber der danach. Der Koloss. Genau, der Koloss. Kolob. Entschuldigung. Naja, das ist Koloss, ja. Hm. Das sind beide Kolosse, also das sind richtige. Das sind die Dinger fürs Grobe. Ne? Mhm. Dann den Boar, den kenne ich selber nicht. Mhm. Das ist ein DLC-Fahrzeug. Wie es glücklicherweise dran steht, ja. Dann kommt der Antarktik, der sagt mir jetzt auch nicht um was, aber der sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, da müssen wir dann auch mal so, vielleicht wenn wir die Aufgaben gemacht haben, dann mal so eine Testrunde machen. Ja, vor allem, der sieht so aus, als wäre der eigentlich fürs Eis gebaut. Gut, dass wir durch Alaska quasi durch sind. Ja, aber es kommt ja noch mal ein bisschen kalt. Ja, aber der hat 71 Zoll Schlammreifen. Mhm. 71 Zoll. Also ja. Das scheint eine größere Nummer zu sein. Dann kommt der dann, der ist aber noch, den müssen wir erst finden. Jo. Dann kommen, glaube ich, erstmal die Amis. Genau, da kommt noch auf ein Ami. Ami, nur jo. Noch Amis. Genau, dann gehen wir mal zu den Offroads. Genau. Der Voron D, ja, den ich gerade rausgezogen habe. Genau. Dann gibt es den Voron Grad. Da habe ich noch den Bandit dazwischen, aber den kennen wir ja schon. Ja, den
mich einfach ignoriert, weil ich ihn doof finde. Den Six. Dann kommt der große Azov, der 6-4. Dann haben wir da noch einen Voron AE. Voron. Noch ein Azov. Den Vartok. Und dann kommt mein Auto. Das ist quasi für mich der Tiger. Genau, der Tiger, das ist im Prinzip das gleiche, wie wir jetzt mit den White Western fahren. Nur halt in. In Russisch. In Rums. Der gutmütige Wagen, der genau alles machen kann. So, und dann kommen noch so ein paar, ja, ich sag mal. Der Step, der Tutz. Dann kommen, glaube ich, nur noch die. Und dann noch ein Haufen Amis. Genau, und dann gucken wir mal noch bei den Scouts, genau. Ja, ein Don. Der Khan ist der, den ich da als Bäckerauto im Kram habe liegen sehen. Wie schön, dass es ja auch einen Khan gibt. Ja, ja, genau. Dann der Khan Marshall. Genau, das ist das DLC-Fahrzeug, was du mitkriegst. Und genau, und vorne gibt es ja diesen Yar. Das ist auch ein, den kann man durchaus auch fahren. Dann kommt der Tatarin. Das ist den wir noch finden müssen. Genau. Das Ding sieht nach nicht Offroad, sondern nach Unterwasseroperation aus. Schönen guten Abend. Oder guten Morgen. Oder guten Tag. Sei gegrüßt. So, dann kommt der Tutz 166. Dann kommt ein Fahrzeug, wo ich gesagt habe, den wirst du hassen, aber der ist nachher dann wieder auf einer amerikanischen Map. Ja, die Fahrzeuge kann man alle in dem Spiel fahren, genau. Oh ja. Ja, das verspricht spannend zu werden. Also da kommen noch ein paar schöne Fahrzeuge, die uns noch um die Ohren fliegen. Also wie gesagt, der Tatarin, das ist so ein, der kommt überall durch. Ich muss tatsächlich sagen, auch den Tutz habe ich mal ein bisschen gefahren. Also ganz niedliche Geschichten. Das heißt, es gibt dann demnächst ein neues Scout-Fahrzeug anstelle des White West. Unglaublich. Kommt noch einiges auf uns zu. Ja. Und wir werden auch mit den großen Dingern, denke ich mal, noch das eine oder andere fahren. Nächste Woche machen wir dann die zwei Aufgaben in den beiden Regionen erstmal noch fertig. Und dann werden wir uns hier kopfüber ins Getümmel werfen, denke ich. Wobei, wir können auch einfach hier direkt weitermachen, weil das sind dann auch nur zwei Aufgaben, die machen wir dann beim, sobald wir die ganzen Holzmissionen machen. Können wir auch machen, ja. Weil das sind halt immer, ich glaube, das eine war ein Hänger und das andere war nochmal irgendwo irgendwas einsammeln. So, also von dann würde ich jetzt vorschlagen, du machst mal einen Vorschlag. Ich mach mal einen Vorschlag. Dann gucke ich mal in meine Vorschlagsliste. Was haben wir denn da? Meine Vorschlagsliste ist relativ gering, leer. Also von daher. Ja, ich habe da so einen 79er, den könnte man nicht. Ja, das. Das mache ich auch gerne. Unter anderem auch mit Fresh. Bei dem passiert das regelmäßig, außer. Ich stream mal länger. Nee, ich hätte da tatsächlich leider niemanden. Ja, das können wir auf jeden Fall.